Moin und herzlich willkommen zurück. Part 7, es geht weiter. Wir sind stehen geblieben und zwar bei den Fähigkeiten. Ich kann hier noch ein bisschen was vergeben. Ich wollte mal schauen, wie ich denn mal skillen will. Nahkampf. Was machen wir da denn mal? Okay, halt sie. Das kann ich alles kaufen. Okay. Stolz des Frosts. Das sieht geil aus. Ein schwerer Angriff, der als Abschluss nach einer Combo aus leichten Angriffen ausgeführt wird. Drücken Sie zum Ausführen R1, 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 R2. Halleluja. Das muss ich mir ja alles merken. Was habe ich denn mal Bock? Ja. Sieht auch geil aus. Frostansturm. Okay. Dann haben wir noch Schildkampf. Okay, das ist, glaube ich, ganz geil. Um den Schild vom Gegner aufzuhauen. Das kann man, glaube ich, immer mal gebrauchen. Ich glaube, das werde ich auf jeden Fall kaufen. Was haben wir noch? Nee. Ragekampf. Was brauchen wir da denn? Okay. Spartas Rage. Okay. Ja, weiß ich gar nicht. Ich würde sagen, wir nehmen einfach mal. Ja, wir nehmen den nochmal mit rein. So, Rüstung. Da können wir auch noch mal ein bisschen was machen. Wildschwein. Ach, das habe ich schon drin. Ah ja, stimmt. Genau. Gut. Wir gehen dann mal weiter. Wir wollen immer noch zum Berg. Ich weiß noch nicht ganz genau, wo wir hin müssen. Komm. Schön, dich getroffen zu haben, Brooke. Ich überlege mir einen Namen für dein Tier. Ich glaube, ich werde sie undankbares Pack nennen. Hey, undankbares Pack. Sehr, sehr einfallsreicher Name. So. Zack, die Bohne. Hey, passt da drin gut auf euch auf. Dort könnte ich ganz leicht draufgehen. Okay. Wirklich? Aber ich bin auch Kratos. Was soll mir schon passieren? So, der Weg zum Berg. Ich weiß ja nicht. Die Warnung von Du hast mich alleine kämpfen lassen. Stimmt. Menschen sind eine Sache. Gegen alles andere kämpfst du, bis ich Halt sage oder wir tot sind. Verstanden? Leiste deinen Teil oder wir gehen heim. Verstanden. Das ist gut. Ja, Junge, hast du das verstanden? Na gut. So. Ja. Das müssen wir aufmachen. Die geht nicht wieder zu. Das ist doch wunderbar. Zack. Hä? Komme ich da nicht durch? Muss ich da so durch? Ach ja, wahrscheinlich muss ich einfach ein bisschen Dollar werfen. Na gut. Was ist das wieder für ein Schwachsinn hier? Sieht ja einladend aus. Okay. Kann man das noch höher machen? Sie kommen wieder nach unten. Ja, das habe ich auch gesehen. Oh, das war schlecht. So. Warte da. Och nö, was soll das denn?
können ihn ja eigentlich auch einfach nur. Ein Kick in die Fresse. Sag's ja immer wieder, legt euch nicht mit mir an. Warte mal. Hier ist eine Truhe. Theoretisch könnte ich das ja gleich wieder hochmachen. Was ist das? Ha! Siehste! Ich wusste doch da. Okay, weicher irgendwas Stahlhelm. Oder so ähnlich. Naja gut. Wir wollen weitergehen. Halten wir uns einfach nicht damit auf. Oh, blind. So. Schon wieder? Blödes Arschloch. So, jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen. Das Ding kommt gleich jetzt wieder runter, wenn ich jetzt meine Axt hole. Werden wir ja sehen. Sehr gut, Junge. Aha. Hier kann ich also auch raufgehen. Wusste nicht, ob wir da heil rauskommen. Glaub mir, ich lasse uns nicht sterben. So, hier ist wieder so eine komische Runentruhe. Das heißt, drei Symbole finden. Eins. Habe ich schon da oben. Das andere war irgendwie da. Okay, das war Nummer 2. Nummer 3 ist wo? Mal sehen. Nummer 3. Ach, Mensch. Ganz easy peasy. Meistens sind da ja irgendwelche legendären oder epischen Teile drin. Mal sehen. Ja, wunderbar. Horn mit Blutmet. Legendär, Sie haben einen der drei Hörner mit Blutmet gesammelt, die Sie zur Erhöhung Ihrer maximalen Rage benötigen. Ob ich die alle finde, mag ich zu... Oder würde ich mal bezweifeln.
Ist das überhaupt richtig? Naja, ist auch egal. Da geht's raus. Ich gehe jetzt erstmal hier lang. Ah. Eine Truhe. Hacksilber. So. Wenn ich hier runter springe, komme ich, glaube ich, wieder zum Anfang. Das werde ich jetzt nicht machen. Unnötige Zeit. So. Kratos, rüber mit dir. Hier lang. Ist das noch? Hey, könnte kostbar sein. So, hoch da. Das endlich der Berg. Wow. So nah bin ich dem Berg noch nie gekommen. Er ist so groß. Wenn Mutter das sehen könnte. Oh komm, Kratos, sei mal ein bisschen lieb zu deinem Sohn. Komm, Junge. Der vermisst doch nur seine Mutter. Na gut. Am Fuße des Berges. Aber das ist immer noch ganz schön weit weg, ne? Na gut, dann wollen wir mal weiter. Nicht lange aufhalten. Was ist das? Da sitzt da einer? Ach, der ist tot. Gesichter der Magie, Masken gefunden. Wollen wir das mal lesen? Wir fanden diese unheimliche Maske im gefährlichen Teil der Flusslande. Wir sollten nach mehr Ausschau halten. Jemand könnte gutes Hacksilber. Hack. Ja. Moneten. Hacksilber. Wie kommt man denn auf so einen komischen Namen? Kann ich da hochklettern? Nee. Na gut. Sieh dir das an. Was ist das? Junge. Sieh mal, die Seite ist mit Runen beschriftet. Aha. Was steht da? Oh, niemals werde ich allein. Wie wir zwei, wir drei gemeinsam sein. Ein Rätsel. Hm. Vielleicht ist hier irgendwo ein Hinweis. Vielleicht ist hier irgendwo ein Hinweis. Da oben vielleicht? Ich glaube, die Ringe müssen sich drehen. Aha. Sie drehen sich. Komm wieder runter. Komm wieder runter, komm wieder runter. Bin ich der Vater oder bist du der Vater? Was ist denn los mit dir? Ach, da liegt ja noch einer. Ja, moin. Also, Junge. Ah, du könntest die Zahnräder bestimmt einfrieren. Okay. Machen wir mal von außen nach innen. Nur welches außen? Da sind ja zweimal außen. Nimm einfach mal das hier. Boah, was ist denn? So. Zack. Ah, ich muss im richtigen Zeitpunkt loslassen. So. Der Teil ist richtig. Der Teil ist schon mal gut. Das hast du sehr gut erkannt. Und dann lassen wir gleich mal im richtigen Moment los. Das müsste jetzt. Ja, doch. Wunderbar. Ich sehe Runen. Ja, das ist schön. Junge, was bedeuten die Runen? Oh, da steht Familie. Das ist kein Hinweis. Das ist die Antwort. Kann ich allein niemals sein. Stimmt's? Schreibe die Runen mit deinem Messer in den Sand. Wirklich? Kinslow. Es ist was passiert. Ob das was Gutes ist? Hat geklappt.
Ja, Kratos. Dann wollen wir mal was. Ich bin froh, dass wir Brock getroffen haben, aber noch froher, dass wir von hier verschwinden. Das liegt jetzt hinter uns. Was ist... Was sind das für Runen hier? Und hier eine Sekte? Zieh mal einen an. Hacksilber. Na toll. Was sind das eigentlich für komische Geräusche da oben? Ich habe ja schon wieder das komische Gefühl, dass uns gleich wieder irgendetwas erwarten wird. Aha. Junge, diese Spuren. Hm, ein Keiler? Nicht sicher. Ich finde ihn. Los. Ein Krieger darf keine Fähigkeit vernachlässigen. Weise, weise. So, was haben wir denn hier jetzt Schönes? Och, ich ahne ja schon wieder Böses. Ja. Ja, klar. Brenner, Daudi. Alter, ich glaube, ich habe dann... Ich glaube, ich habe deinen Bruder umgelegt, Kollege. Ups, das hat weh. Das hat weh. Oh, da wollte ich gerade was aufheben. Oh, einmal durchdrehen. Junge, pass auf! Und jetzt! So, irgendwo habe ich noch hier grüne Energie gesehen, die ich noch ein bisschen sammeln kann, so zwischendurch. Da hinten! So, wir laufen einfach mal spazieren, während das Boss kann. Aber ich habe keine Lust, wieder den Löffel abzugeben.
Das, ich muss hier erstmal seine komischen Kumpanen wegmachen. Was ist denn? Alter! Da läuft er dagegen diesen komischen Stein. Hat er was genommen oder was? So, Moschitler, was ist denn jetzt hier? Da so eine komische Rune am Bein. Ne? Was ist denn, wenn ich dagegen werfe? Ah, siehst du? Warum dann nicht gleich so? Das ist mir jetzt erst aufgefallen. Diese komische Rune. Batz. Das ging noch einigermaßen klar. Ich habe es mir ehrlich gesagt ein bisschen schlimmer vorgestellt. Was haben wir denn hier noch für schönes rumliegen? Oh. Ja. Ivaldis Amboss. Schwerer Runenangriff. Das wollen wir uns doch nochmal reinziehen hier, ne? Okay. Ja. Wunderbar. Nur leider fehlen mir die EPs dafür. Okay. Aber die kriegen wir mit Sicherheit noch zusammen. Haben wir uns verirrt? Nee. Gut. Ich würde sagen, hier machen wir erstmal Schluss. Vielen Dank, dass ihr wieder reingeschaut habt. Wir sehen uns in Part 8 wieder. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Euer O'Bannon.